Mädels, das sieht ja so toll hier aus. Hallöchen. Wir werden gemeinsam lernen und gemeinsam leben. Sucht euch ein paar Betten aus. Ah, ich nehme natürlich dieses Bett hier. Ich mag es, auf der zweiten Etage zu schaffen. Oh nein, ich habe meinen Koffer vergessen. Es wird Zeit für ein bisschen Magie. Komm mal her, mein kleines Kissen. Super. Und jetzt wird es Zeit für den Rest. Das sind meine Stifte und meine Notizbücher. Super. Oh Mann, das mit der Decke wird gar nicht so einfach. Na komm schon, komm schon, komm schon. Wir haben es fast. Komm mal her. Noch ein bisschen? Ups. Ich hab's ein bisschen übertrieben. Huch. Ach du meine Güte. Das war richtig lustig. Lacht ihr doch so viel ihr wollt. Ich hab mein Bett fertig. Okay, es wird Zeit, dass ich auch meine Sachen auspacke. Mal sehen. Ups. Während ich unterwegs war, ist mein Koffer total durchnässt worden. Was soll ich jetzt mit diesen nassen Sachen machen? Oh Mann. Ich glaube, ich kann dir helfen. Warte mal kurz. Deine Sachen werden gleich trocken sein. Oh, danke schön. Das ist so nett von dir. Moment, wieso riecht das hier so seltsam? Ich glaube, du hast es auch ein bisschen übertrieben. Was? Oh nein! Mein Notizbuch ist von innen verbrannt. Menno, was hast du angerichtet? Oh, tut mir leid. Das wollte ich nicht. Mir ist aufgefallen, dass es hier überhaupt keine Pflanzen gibt. Es wird Zeit, das zu ändern. Ich wollte doch nur ein paar Pflanzen. Hey, wartet mal. Geht mal wieder zurück in den Koffer. Ihr solltet lernen, mir zu gehorchen. Was erlaubt ihr euch? Ich hab gesagt, bleibt da sitzen. Na also. Huch. Ihr bleibt erstmal unterm Bett. Ups. Ach, achtet nicht darauf. Okay, jetzt wird es Zeit, dass ich meinen Koffer auspacke. Ich kenne ja mein feuriges Temperament, deshalb habe ich immer einen Feuerlöscher mit mir. Hallöchen. Was willst du denn mit einem Feuerlöscher anfangen? Hatschi! Oh Mann. Mädels, keine Panik. Sowas passiert mir öfter. Genau dafür gibt es ja auch einen Feuerlöscher. Seht ihr? Und schon haben wir kein Problem mehr. Nichts brennt mehr. Alles klar. Wir haben es verstanden. Passiert das öfter? Ach, das sind doch Kleinigkeiten. Oh, hab ich ein schönes, weiches Bett hier. Ich mag mein Bett auch total. Mir gefällt auch alles. Ich mag mein Bett hier. Oh, meine kleinen Oktopusse. Was ist unsere erste Stunde heute? Aha, die Gesetze der Magie. Es ist Zeit, meine Tasche zu packen. Oh, unsere erste Stunde ist ja voll interessant. Ich bin schon auf dem Weg. Na, Monika, bist du bereit? Na, dann lass uns gehen. Ich frage mich, wie unser Lehrer sein wird und was wir machen werden. Willkommen in der Schule der Magie. Also, ich bin eure magische Lehrerin. Oh, wow, die ist ja voll unerwartet erschienen. Ach, freut mich, dass es euch gefallen hat. Jess, du kommst an die Tafel. Ich? Sicher? Aber ich will nicht. Na, okay. Zeig uns, was du kannst. Bitte. Was ich kann? Moment mal.
Schaut mal. Ich kann dieses Wasser hier steuern. Oh, voll cool. Mach weiter. Und jetzt kann ich mit dem Wasser jonglieren und es noch höher fliegen lassen. Ups, ich glaube, die Blasen hören nicht mehr auf mich. Was ist hier los? Wieso hast du das getan? Ups. Oh, du musst noch vieles lernen. Setz dich an deinen Tisch. Grace, mal sehen, was du drauf hast. Ich bin bereit. Na los, überrasch uns. Yeah! Okay, ich kann einen kleinen Tornado erzeugen. So in etwa. Und ich kann ihn größer machen. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Aber ich denke, das reicht. Grace, bitte hör auf. Dieser Tornado wird doch gleich die ganze Klasse vernichten. Ich kann ihn nicht mehr aufhalten. Oh, bitte halten Sie durch, Frau Lehrerin. Wo bin ich? Was ist passiert? Huch. Grace! Tut mir leid, ich setze mich wieder an meinen Platz. Wo willst du denn hin? Wir sind noch nicht fertig. Monika, komm an die Tafel. Ich zeig euch, was ich kann. Nicht schlecht. Mach weiter. Schaut mal, ich kann ein feuriges Herz machen. Gar nicht schlecht. Und außerdem kann ich dieses Herz Ihnen schicken. Ups, also das wollte ich nicht. Sie sehen aus wie ein verbranntes Toastbrot. Das war's, meine Geduld ist am Ende. Ist ja gut, ich setz mich wieder. Ich will auch das zeigen, was ich kann. Na los, schlimmer kann es ja eh nicht werden. Yeah. Warten Sie's ab. Noch ein bisschen. Irgendwie habe ich jetzt schon Angst. Oh, was ist denn hier passiert? Oh, wunderschön. Gefällt mir. Wo kommen diese Büsche her? Was wollen die von mir? Das war's. Meine Geduld ist am Ende. Oh, die Stunde ist um. Wir sehen uns in der nächsten Unterrichtsstunde. Ja, wir gehen dann mal. Bis dann. Mädels, Moment. Ihr müsst mich doch erstmal befreien. Na, hat euch euer erster Tag gefallen? Ja, das war so spannend. Mädels, mir ist was eingefallen. Lasst uns eine kleine Party schmeißen. Noch ein bisschen Magie hier und ein bisschen Magie da. Gleich werden wir uns herzlich amüsieren. Wow, Sophie, das hast du toll gemacht. Tja, ich habe eben nur gute Ideen. Wie wär's denn mit etwas Musik? Yeah, das macht voll viel Spaß. Oh, habt ihr Lust auf etwas Süßes? Aus dieser langweiligen Zuckerwatte mache ich uns Regenbogenzuckerwatte. Sowas habt ihr noch nie probiert? Grace, danke für die Idee. Ich kümmere mich um unsere Getränke. Abracadabra. Schaut euch diese bunten Cocktails an. Cool, nicht wahr? Bedient euch. Wow, voll toll. Ich kann auch was machen. Wie wär's denn mit etwas frischem Popcorn? Ah, ich liebe das. Ups. Mensch, das passiert mir immer wieder. Tut mir leid. Ach, komm schon, dafür hat's Spaß gemacht. Sieht so aus, als hätte Quentin beschlossen, mit dem Einfärben des Hauses zu beginnen. Das machst du richtig toll. Hey, das macht ja richtig viel Spaß. Er hat zwar einen Tropfen Farbe auf dem Gesicht, aber das macht ihm nichts aus. Er geht die Sache richtig rebellisch an. Und was macht Mary? Oh, wenn du dein Haus mit Nagellack anmalst, kann das eine Weile dauern. Anscheinend hat Mary das auch herausgefunden. Oder sie hat sich von Quentin inspirieren lassen. Mary hat nicht nur einen Wettbewerbsgeist, sondern auch noch eine Idee.
Aha, sie hat beschlossen, das Haus mit einem weichen rosa Stoff zu beziehen. Sehr originell und ganz schön weich. Als würde ich auf einem kleinen Wölkchen leben. Quentin hat so lange beschlossen, das Blau mit weißen Tropfen zu verdünnen. Aber er hat es ein bisschen übertrieben und Mary befleckt. Und außerdem Wednesday. Oh oh, mit der ist nicht zu spaßen. Quentin, geh in Deckung. Diese unheimliche Hand ist hinter dir her. Zum Glück konnte er sich auf dem Dach verstecken. Ein guter Grund, deine Rettung und das Ende des Hausanstrichs mit dem Hissen einer Multidoo-Flagge zu feiern. Quentin scheint mit dem Aussehen des Hauses nicht zufrieden zu sein. Aber er hat sich was einfallen lassen. Das streicht er in weiß. Was wird denn daraus passieren? Oh wow, das wurde zu einem Fußball. Richtig originell. Und was hat Mary mit diesen CDs vor? Das werden wir gleich herausfinden. Oh wow, sie hat damit ihr Dach verziert. Sieht ganz schön ungewöhnlich und stilvoll aus. Aber sei beim nächsten Mal vorsichtig. Dein Dach ist ganz schön rutschig. Sieht so aus, als hätte Quentin auch beschlossen, sein Dach zu dekorieren. Und zwar mit Notizzetteln. Und was machst du mit dem zweiten Fenster? Ich glaube, deinem Basketball fehlt noch was. Quentin hat eine Lösung. Er bringt einen Basketballkorb an. Sieht toll aus und richtig sportlich. Na los, Quentin, wir sind auf deinen Wurf gefasst. Ups, nicht gerade der beste Wurf. Und deine Nachbarin Wednesday mag Sport nicht besonders. Beim nächsten Mal solltest du eindeutig besser aufpassen. Wednesday hat auch beschlossen, ihr Haus zu färben. Tja, das ist nicht gerade die grellste Farbe, aber das ist nun mal ihr Stil. Und natürlich gehört ein Gitter auf das Fenster. Ich frage mich, was sie sich sonst noch einfallen lässt. Aha, die Hand hat dieses Schwert mitgebracht. Oh ja, Wednesday, nur du allein kannst dein Dach so dekorieren. Und sie hat noch eine Idee. Was für schöne, gruselige Augen. Nun sieht so aus, als wären alle Häuser von außen fertig. Also kann es weitergehen. Wednesday hat beschlossen, mit der Speer- und Fledermaus-Dekoration weiterzumachen. Nun, auf ihre eigene Art und Weise ist das schön. Und das eiskalte Händchen hilft natürlich mit. Und was wäre ein Garten ohne eine Pflanze, nicht wahr? Aber ihr habt doch sicher nicht gedacht, dass das so einfach sein wird. Auf keinen Fall. Wednesday dekoriert nämlich ihren Baum mit ein paar hängenden Augen. Und wozu brauchst du eine Schaufel? Willst du wirklich diese kleinen Hände pflanzen? Na, was daraus wohl werden wird? Und jetzt gießt du sie? Ich will mir gar nicht vorstellen, was daraus wachsen wird. Ach du meine Güte. Das sind ja Hände. Ah, ist das dein Sargbriefkasten? Du hast eindeutig Stil. Gruselig, aber stilvoll. Quentin hat beschlossen, seinen Garten mit einem Hockeyschläger zu schmücken. Und mit ein paar netten blauen Fähnchen. Also noch sportlicher geht's ja hier gar nicht. Wobei, einen Moment. Schaut mal, jetzt sieht das ja tatsächlich wie ein Fußballfeld aus. Quentin scheint das noch nicht genug zu sein. Und er beschließt, ein Tor aufzustellen. Na, das müssen wir doch sofort ausprobieren. Quentin, wir glauben an dich. Tor! Das war ein Mega-Treffer. Gratulation! Wobei, vielleicht solltest du beim nächsten Mal ein bisschen vorsichtiger sein. Aha, das ist ja eine Mülltonne.
Aber mit ein paar Tischtennisbällen verwandelt die sich in einen kleinen Frosch. Und was hat Mary vor? Aha, sie beginnt mit ihrem Briefkasten. Aber das ist alles nicht so einfach, wie es scheint. Sie verwandelt ihren Briefkasten nämlich in einen kleinen Flamingo. Ganz schön kreativ und hübsch. Ja, ohne Hagiwagi-Plüschtiere geht's natürlich nicht. Und dieses rosa Herz benutzen wir statt einer Pflanze. Ein rosa Fahnenmast und rosa Herzen als Dekoration sind eine tolle Ergänzung. Und auf den schön gemähten Rasen kommt eine Picknickdecke, ein paar Kissen. Und darauf kann man sich jetzt sonnen. Das Einzige, was diese Idylle stören könnte, ist Quentin mit seinem Fußball. Oh, das sieht nach ganz bösem Nachbarstreit aus. Aber das stört Wednesday nicht. Sie hat hier ihre eigene Atmosphäre. Schön, dass das eiskalte Händchen auch noch einen Cocktail bringt. Jetzt wird's Zeit, weiterzumachen, und zwar mit der Ausstattung von innen. Wow, hier ist ja noch genug Platz, um kreativ zu sein. Also mal sehen, was Wednesday sich überlegt hat. Sie fängt natürlich mit schwarzer Farbe an, wie unerwartet. Sieht ein bisschen düster aus, aber andererseits dekoriert sie das alles noch mit ein paar Fledermäusen. Zumindest sind die weiß. Genauso wie die Spinnen und die Knochen. Schaut mal, selbst das eiskalte Händchen macht mit. Schön machst du das. Ich meine, gruselig. Jetzt kümmert sich Wednesday um die Möbel. Einen Tisch aus Autoreifen, den sie mit einer Laterne dekoriert. Und in die andere Ecke kommt ein Tisch mit einem antiken Kerzenständer. Wozu brauchst du den Hammer? Alles klar. Es geht weiter mit einer stimmungsvollen Girlande und ein bisschen Spinnennetz. Und natürlich darf die Wahrsagekugel nicht fehlen. Wednesday hat nun mal ihre eigene Art, mit Verwandten im Kontakt zu bleiben. Lieben Gruß an die Familie Adams. Und was hat Quentin vor? Aha, er beginnt auch mit dem Anstrich. Ich bin mir sicher, dass sein Zimmer ein bisschen farbenfroher sein wird. Und es geht weiter mit Notizblättern. Aber was wird er wohl sonst noch an die Wand dran kleben? Sind das Lego-Quadrate? Das werden wir gleich herausfinden. Oh, was für eine nette Lego-Figur. Oh, schaut mal, das ist ja tatsächlich richtig praktisch. Diese kleinen Lego-Figuren sind die perfekten Halter für Ladegerät und Kopfhörer. Das sieht schick aus und ist ganz schön kreativ. Und was machst du mit dem Rest der Bausteine? Aha, die kippst du einfach in den Lego-Mann. Na, besser hätte es nicht sein können. Außerdem füllt er seinen Raum noch mit ein paar Minecraft-Accessoires. Natürlich darf auch der Dynamit nicht fehlen. Aber klar doch, so ein gemütlicher Sitzsack darf nicht fehlen. Jetzt kannst du in aller Ruhe Minecraft spielen. Quentin, denkst du nicht auch, dass es ein bisschen zu dunkel hier ist? Zum Glück hat er einen passenden Kronleuchter in Form eines Skateboards. Nur noch die Leuchtbirnen reinschrauben und befestigen. Wow! Na, jetzt lass mal bei Mary vorbeischauen.
sie will natürlich ihre Wände in rosa haben. Ich sehe, dass sie jetzt schon von ihrem Zimmer total begeistert ist. Auch wenn das Wändestreichen ganz schön anstrengend ist. Oh, jetzt wird's Zeit für ein bisschen fancy, fancy Dekoration. Das sind die schönsten Wände, die ich je gesehen habe. Und was geht über einen schönen, flauschigen, rosa Teppich? Nur ein flauschiger Spiegel. Was denn sonst? Auf die andere Seite kommt ein nettes Regal für die kleinen rosa Plüschtiere. Und nicht nur. Oh, das gefällt mir total. Aber hier fehlt noch was. Ich weiß auch schon was. Ein Einhornposter ist die beste Dekoration für diese Wand. Ist das ein Mini-Herd? Ist ja schön. Und ein schönes i-Tüpfelchen, die Girlande. Oh wow, Mary, du hast ja schon Kekse gebacken. Damit kann man das Ende der Renovierung schön feiern. Zeit für eine kleine Teezeremonie mit den Stofftieren. Mary, du hast am meisten gearbeitet. Du hast die ganzen Kekse verdient. Wollt ihr ein bisschen Tee? Bitte sehr. Mann, ist das lecker. Eindeutig. Na dann, guten Appetit. Wir machen weiter. Sieht so aus, als hätte Mary beschlossen, ein Haus für ihr Haustier zu bauen. Oh, das ist ja niedlich. Der perfekte Kratzposten. Ich bin mir sicher, das wird der Katze gefallen. Was für ein süßes Einhorn. Das kommt auch noch auf die zweite Etage. Aber das ist noch nicht alles. Ein rosa, flauschiger Sessel. Und natürlich dürfen hier die Vorhänge nicht fehlen. Das ist ja hübsch. Da wird sich die Katze freuen. Oh, hört nur, wie süß sie schnurrt. Ah, was hat dich denn so erschrocken? Alles klar. Das ist ja eine Ratte. Und nicht irgendeine Ratte. Das ist Quentins Haustier. Na, was wird Quentin wohl für seine Haustierratte machen? Natürlich Sportdekoration. Und ohne Sportgeräte kommen wir auch nicht zurecht, oder? Die Lieblingspokale leben jetzt auch von nun an auf der zweiten Etage. Und zum Schluss darf ein Rad für die Ratte natürlich nicht fehlen. Und außerdem ein kleines Bett in Form eines Rennautos. Ich bin mir absolut sicher, dass Quentin selber gerne in diesem Zimmer leben würde. Aber seiner Ratte scheint es auch zu gefallen. Vor allem das Bett. Hey, schau mal, alles nur für dich. Yeah, ich weiß doch, dass es dir gefällt. Und wie geht's, Wednesday? Ah, die Hand wünscht sich wohl auch ein kleines Zimmer. Und Wednesday weiß auch schon, wie sie es gestalten wird. Mit einem Porträt, einer kleinen Badewanne und einem Bett. Das ist ja nett von dir. Na, gefällt es dir? Eindeutig. Die Nagellacke scheinen ihm absolut zu gefallen. Und das Bettchen ist auch weich genug. Na, wird es Zeit für eine kleine Abendmaniküre? Mary beschloss, abends auf ihre Terrasse zu gehen, um sich ihre Lieblingsfolgen von Multidoo anzuschauen. Da hat sie natürlich einen Projektor mitgenommen. Und gemeinsames Multidoo-Schauen bringt selbst so verschiedene Nachbarn wie diese hier zusammen. Und während die sich Multidoo-Folgen anschauen, empfehlen wir dir, unsere Videos zu liken. Dem kann... Guten Morgen allerseits. Hey, was ist hier denn los? Warum ist alles voller Pflanzen? Ich verstehe nichts. What? Liegt das etwa an meinem Aussehen?
Oh, wie soll ich denn jetzt mit diesem Meerjungfrauenschwanz laufen? Ah! Oh, und überall diese Blätter hier. Was für ein Albtraum. Okay, ich muss dringend ans Waschbecken rankommen. Ich habe viel zu viele Pflanzen auf mir. Jetzt geht's mir besser. Hä? Was ist denn mit meinen Händen los? Wow, schaut mal, was ich tun kann. Ich kann diese Pflanzen wachsen lassen. Unglaublich. So kann ich noch schöner aussehen. Langsam gefällt mir mein Look. Aber ich kann immer noch nicht laufen. Was für ein schöner Traum. Hä? Was riecht denn da so komisch? Ah, hier brennt doch was. Was konnte hier passieren? Ist das alles, weil ich jetzt eine Meerjungfrau bin? Ah, wo war nochmal der Feuerlöscher? Ich muss dieses Feuer löschen. Das war ganz schön knapp. Was ist denn mit meinen Händen los? Wow, ich wusste ja gar nicht, dass ich sowas tun kann. Oh Mann, aber ich kann kaum stehen. Ich bin nicht dran gewöhnt. Oh, was soll das? Okay, ich habe die Balance wieder. Mist, so werde ich doch das gesamte Haus niederbrennen. Mensch, jetzt muss ich wieder alles löschen. Ich bin doch eine Meerjungfrau und kein Feuerwehrmann. Was ist denn hier los? Wieso schwebe ich in der Luft? Aua! Also ich hätte nicht gedacht, dass ich die erste fliegende Meerjungfrau auf der Welt sein würde. Oh, voll cool. Ich kann die Luft kontrollieren. Aber ich mag meine glatten Haare nicht. Wobei, ich könnte sie mir ja lockig machen. Na, so sieht's doch um einiges besser aus. Ich sehe richtig gut aus. Die schönste Meerjungfrau überhaupt. Ach, dieser blöde Wecker. Ich habe ganz schön tief geschlafen. Guten Morgen. Hey, was ist denn hier los? Wieso bin ich denn voller Algen und so nass? Ich muss mir dringend was überlegen. Na also, jetzt sehe ich doch um einiges besser aus. So gefällt es mir mehr. Oh nein, ich falle! Wie kann ich denn überhaupt auf dieser Flosse hier stehen? Meine Haare sind schon wieder nass. Ich muss sie mir schon wieder trocknen. Das ist gar nicht so einfach, eine Meerjungfrau zu sein. Ja, ja, wir mögen es, fotografiert zu werden. Wow, die Mädels sehen ja echt unglaublich aus. Ja, was stimmt, stimmt eben. Das kannst du laut sagen. Wir sind nun mal wunderschön. Oh, das war die Glocke. Wir müssen irgendwie in den Klassenraum kommen. Nein, ich falle! Ah, Mann, sind die tollpatschig. Na komm schon, geh auf, blödes Schließfach. Ich habe echt nicht genug Kraft. Moment, ich könnte doch meine Superkraft benutzen. Na also, klappt doch. Wobei, jetzt habe ich es doch ein bisschen übertrieben. Ich wollte doch nur mein Schließfach öffnen und nicht die anderen. Ich wollte bloß mein Notizbuch rausnehmen.
Wie auch immer, das habe ich nicht gemacht. Na endlich, ich bin an meinem Platz angelangt. Quentin, ich hoffe, du hast nichts dagegen. Das interessiert mich gar nicht. Meine Lieblingsblume liegt im Sterben. Sie hat gar keine Blätter mehr. Ach, mach dir nichts draus. Ich kann dir helfen. Na, siehst du, deine Blume hat ihre alte Schönheit wieder erlangen. Oh, das ist ja cool. Lilly, du bist eine wahre Wundertäterin. Und das war noch nicht alles. Schau mal, was ich noch machen kann. Unglaublich, wie hast du das nur geschafft? Einfach cool. Kannst du noch irgendwas unternehmen? Yeah! Also ich könnte versuchen, die Pflanze dazu bringen, dich zu umarmen. Wenn du das natürlich möchtest. Ich glaube, das wird langsam zu viel. Ist doch voll cool, oder? Ich weiß nicht. Das ist voll unbequem. Ups. Wie auch immer, ich muss lernen. Hallo, Sophie. Hey, wo kommt das ganze Wasser her? Wieso ist das hier so nass? Ich liebe dieses Lied. Hey, was ist denn mit euch passiert? Ja, wegen deinem blöden Wasser muss ich jetzt diesen Gips tragen. Wasser? Oh, tut mir leid, das wollte ich nicht. Habt ihr mich jetzt gecancelt? Na okay, das Schild ist vielleicht doch noch was Gutes. Womit soll ich anfangen? Ah ja, genau. Ich werde mein Haus rot streichen. Und dafür benutze ich diesen extra Schwamm hier. Und schon sehen diese Abdrücke aus wie Ziegelsteine. Mann, als wäre ich ein cooler Designer. Mädels, schaut euch das an. Sieht cool aus. Na, gefällt's euch? Das Haus ist perfekt, genauso wie ich. Ah, Moment. Ich habe ja ganz vergessen, hier fehlt noch ein bisschen Deko. Darüber kommt noch ein bisschen Rasen. Moment mal, diese runden Fenster gefallen mir nicht. Ich will quadratische. Und hier kommt ein zweites Fenster rein. Hier fehlen noch ein paar Details. Und schon glänzt mein Haus in der Sonne. Das ist großartig. Moment mal, was mache ich mit dem Dach? Das ist ja immer noch weiß. Nee, 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 das muss ich ändern. Und zwar mit dieser Kettensäge. Oh Mann, das ist ganz schön schwer. Na also. Und jetzt? Und jetzt mache ich ein richtig schickes Dach. Na also. Dieses Türkis passt wunderbar zu dem Haus. Und jetzt passt mal auf, es wird Zeit für ein paar Sticker. Das ist voll die coole Idee, nicht wahr? Jetzt fehlen hier noch ein paar Laternen. Und ein gemauerter Schornstein. Ich präsentiere euch mein Traumhaus. Oh, wow. Sieht aus, als hätte Ken sein Bestes gegeben. Na, dann will ich doch auch gleich anfangen. Als erstes brauche ich ein Künstlerkostüm. Super. Und jetzt suche ich mir eine Farbe aus. Und dieser Ton passt gut. Barbie, an die Arbeit. Toll. Jetzt müssen wir noch die Fenster streichen. Da werde ich ein paar Herzen draufmalen. Na also... Sieht hübsch aus. Ich will, dass das Dach die gleiche Farbe hat. Und dann auch noch gestreift ist. Wow, oh, das gefällt mir schon. Aber hier fehlt noch etwas. Ich hab's. Es wird Zeit, mein Grundstück zu schmücken. Dafür ziehe ich ein Gärtnerkostüm an. Oh, dieser Efeu wird hier wachsen. Ein bisschen gießen.
Tada! Oh, das sieht ja toll aus. Was für wunderschöne Blumen. Jetzt werde ich immer einen herrlich frischen Duft auf meinem Grundstück haben. Aber das ist noch nicht alles. Auf das Dach kommt noch mein Profil. Oh nein, ich falle! Ist okay, mir geht's gut. Ich bin noch nicht einmal dreckig geworden. Oh, mein Haus ist toll. Toll, dass ich nicht lache. Ich zeig euch gleich, was richtig toll ist. Mein Haus muss schwarz und feuerresistent sein. Sie wird das Haus doch niederbrennen. Ah, verstecken wir uns. Ach du meine Güte. Das ist ja cool. Ja, da stimme ich euch zu. Also, wo ist mein Zauberbuch? Ich habe doch nicht vor, alles selber zu machen. Zombie, ich beschwöre dich. Komm zu mir, Diener der Finsternis. Wer hat mich beschworen? Ich komme, meine Herrin. Wie lauten deine Befehle? Setz den Schutzhelm auf und dekoriere mein Haus. Diesen Helm hätte ich vielleicht nicht gebraucht. Oh, das ist eine Zeit lang her, dass ich ein Haus dekoriert habe. Schau dir diese Kronleuchter an. Gefällt dir dieses Fenster? Weiter links. So? Ja. Alles klar. Fertig. Super. Du kannst ein Auge haben. Oh, ich liebe die Dinger. Lecker Schmecker. Also, hier fehlt noch ein bisschen Dekoration. Ein paar Fledermäuse. Super. So gefällt's mir. Es wird Zeit für ein bisschen Licht. Ach ja, eiskaltes Händchen. Vielen Dank, das war eine tolle Idee. Ich bin mir eindeutig sicher, mein Haus ist das Beste. Dieses grüne Gras gefällt mir gar nicht. Ich muss mein Grundstück mit meinem Zaubertrank auf Vordermann bringen. Oh ja, so ist besser. Verrottete Erde, verdorrte Bäume und noch ein Friedhof mit meinen Ahnengräbern. Was könnte besser sein? Perfekt. Und der letzte Schliff? Den Weg mit ein paar Kerzen schmücken. So, jetzt bin ich zufrieden. Sind das echte Gräber? Wahnsinn! Hey, Außenseitern ist der Zutritt verboten. Ah, sind das Schädel? Ken, du hast mich erschrocken! Das wollte ich nicht. Das waren nur Wensleys Schädel, die haben mich erschrocken. Ken, du bist so ein Angsthase. Was für ein düsteres Haus. Na, wie auch immer, Geschmackssache. Oh, ich habe mir auch was überlegt. Ich will ein bisschen Sand. Weich und kuschelig, genau das, was ich brauche. Ich brauche noch ein bisschen Sand. Und noch ein bisschen. Na also, gefällt mir. Es wird Zeit, dass ich mir ein paar Bäume aussuche. Das passt nicht, das passt auch nicht. Oh ja, ich könnte es mit den Palmen versuchen. Wow, oh, ist ja toll wie am Strand. Hier fehlt nur noch eine Sonnenliege und ein passender Anzug. Na, gefalle ich euch? Sieht doch perfekt aus. Hey, Palme, gib mir mal eine Kokosnuss. Riecht einfach himmlisch. Ich liebe Kokosmilch. Super. Ach ja, ich brauche noch einen Zaun. Dieser rosa Zaun passt gut. Jetzt sieht alles perfekt aus. Ich liebe mein Grundstück. Wow, was für ein cooles Design. Ich will auch mein Grundstück ein bisschen dekorieren. Dafür brauche ich eine Hacke. Das macht so viel Spaß. Ups, wer ist das denn? Was machst du hier? Ah!
Einen Moment mal. Ei! Ah, du bist ja gar nicht so gruselig, wie ich gedacht habe. Hey, kleines Schaf, komm mal her. Ach komm schon, sei doch nicht schüchtern. Darf ich vorstellen, das ist dein neuer Freund, Schäfchen. Oh, dieser Busch ist ganz schön überwuchert. Ich muss ihn ein bisschen schneiden. Na also, dieser quadratische Busch gefällt mir besser. Und hier fehlt nur noch ein Zaun, damit mich niemand hier stören kann. Oh Mann, immer wieder erschrecke ich mich. Oh ja, ich habe mein Bestes gegeben. Ich will tanzen. Hey Wednesday, komm schon, lass uns tanzen. Mir ist so langweilig. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Oh, Susie. Ich frag mich, was sie da vorhat. Die hat doch eindeutig einen Plan. Okay, die Leiter nehme ich auch noch mit. Oh Mann, eine ganze Menge Staub. Wahnsinn. Okay, mein genialer Plan ist in Tat umgesetzt. Yeah. Es ist sogar noch besser geworden als auf Papier. Das ist das Schlafzimmer meiner Träume. Hä? Wieso hast du das getan, Susie? Damit ich einen Raum nur für mich selber habe. Okay, wenn das so ist, werde ich mir auch was überlegen. Oh, so viel Müll. Wo kommt der denn hierher? Ich habe ihn noch weggeschmissen. Hey, was ist hier los? Wo kommen die ganzen Verpackungen her? Aua, mein Kopf! Sag, was machst du da? Ich setze meinen Plan in Tat um. Auch wenn das noch nicht wirklich so aussieht, wie ich es geplant habe. Ja, ich werde später noch dran feilen. Schau, Susie, ich habe mir meine eigene Ecke gebaut. Die ist genauso gut wie deine. Das denke ich nicht. Solange Zack schläft, werde ich ihm sein Kissen klauen. Hey, was machst du da, Susie? Das ist meins. Gib das zurück. Gar nicht. Versuch es gar nicht erst. Die Kissen gehören mir. Auf gar keinen Fall. Das ist mein Kissen. Lass es los. Du hast es zerrissen. Du hast es zerrissen. Geschieht dir zurecht. Wie auch immer, ich habe noch genug Kissen. Oh Mann, was soll ich damit anfangen? Ah, ich habe mir was überlegt. Das Mittagessen ist so gut wie fertig. Ein Truthahn ist zwar was Nettes, aber den brauche ich gerade nicht. Ich brauche nur das Tischtuch. Ups, damit habe ich nicht gerechnet. Was ist denn hier passiert? Meine ganzen schönen Teller sind zerbrochen. Ich gehe dann mal. Tschüssi. Ich muss mich dringend beruhigen. Oh. Gut, dass ich ein kleines Zimmer habe. Yeah, eine Hängematte zu machen war definitiv genial. Und jetzt schmeißen wir eine Zombie-Party. Gruselig, nicht wahr? Oh Mann, wer ist das denn? Sag, was machst du denn hier? Ist das ein UFO oder so? Ich will auch sowas bauen. Susie, das ist auch eine ganz einfache Aufgabe. Ja, aber ich weiß nicht, wie ich sie lösen soll. Oh, warten Sie mal eine Sekunde. Hallo, ich bin immer noch hier. Ich warte auf dich. Ach, danke, dass Sie mich daran erinnern. Aber verzeihen Sie, ich muss das hier nehmen. Wo ist sie hin? Na, warte, Susie, das wirst du mir büßen. Vielleicht kannst du was erleben. Das wird dir noch leid tun. Oh, ich liebe diese Notizblätter. Ich habe mir die perfekte Wand erstellt. Ich will sie die ganze Zeit anfassen. Die sieht so toll aus. Hm, wo ist denn Zack hin? Wie auch immer, es wird Zeit, dass ich was nasche. Toll, dass ich so einen kleinen Kühlschrank hier habe. Hey, was machst du denn? Na, ich esse deine Schokolade. Was ist hier unklar? Lass bloß meine Süßigkeiten in Ruhe. Hm, ich habe eine bessere Idee. Ich hol mir was aus dem Automaten. Oh, ich habe gar kein Geld. Was soll ich tun? Oh, ich glaube, da ist was rausgefallen. Yeah, das ist ein KitKat. Voll cool. Ich brauche noch nicht einmal das Geld. Das klappt auch so. Die Süßigkeiten fallen eins nach dem anderen. Super. Hi, willst du mir vielleicht sagen, was hier los ist? Ups, das ist auch der Wachmann.
Ich glaube, ich sollte gehen. Hey, was erlaubst du dir da? Gib mir sofort meinen Anstecker wieder. Oh, sorry, ich habe ihn fallen lassen. Ich schnapp mir so lange den ganzen Automaten. Hurra, ich habe ihn wieder zurück. Hä? Wo ist der Typ hin? Und der Süßigkeitenautomat? Menno. Wie auch immer. Heute ist einfach nicht mein Tag. Ich muss mich entspannen gehen. Ich liebe diese Cocktails. Ich stell mir einfach vor, ich war auf einer paradiesischen Insel. Oh, ich hab's fast geschafft. Puh, ich bin ganz schön außer Atem. Was zur Hölle ist das? Ein Süßigkeitenautomat. Ganz genau, und jetzt gehört er mir. Der ist tausendmal besser als dein kleiner Kühlschrank. Ich muss mich ausruhen. Genieß deine Träume. Na komm schon, vorwärts, vorwärts, du musst das schaffen. Oh, ich liebe das. Oh wow, der hat eine Konsole. Ich mag diese Puppen nicht mehr. Sag, lass mich auch mal spielen. Bleib stehen, du darfst die Grenze nicht überschreiten. Aber wieso denn? Das ist doch unser gemeinsamer Raum. Na warte, das bedeutet Krieg. Bald werde ich die Grenzen verschieben. Was zur Hölle ist das denn? Eine Bombe! Mit einem Flugsack. Toll, jetzt habe ich den Joystick. Es wird Zeit, dass ich weiterspiele. Susie hat es doch noch geschafft. Was für ein aufdringliches Mädchen. Du willst Krieg? Den kannst du haben. Aua, das tut weh. Mein Kopf. Beim nächsten Mal überschreitest du meine Grenze nicht. Hier, nimm das. Du bist reingefallen. Jetzt wird mich nichts mehr aufhalten können. Was ist denn hier los? Wieso macht ihr so einen Lärm hier? Ah, ihr spielt zusammen. Das ist schön. Jetzt bist du in Schwierigkeiten. Unser Kampf ist noch nicht vorbei. Es ist an der Zeit, ihn zu beenden und herauszufinden, wer besser ist. Mal sehen, wie es dem Feind geht. Aha, ich sehe Susie. Es wird Zeit für den Todesstoß. Ich habe hier eine mega gefährliche Waffe mit mir. Na, warte. Ah, jetzt entkommst du mir nicht mehr. Oh nein, das war eine Falle. Das war sie ja gar nicht. Wie konnte ich nur darauf reinfallen? Überraschung, Zack. Du hast die Grenze überschritten. Jetzt kannst du was erleben. Lass mich sofort los. Jetzt habe ich dich. Nein, doch nicht. Ich werde dir noch entkommen. Gib's auf. Du hast mich angeschossen. In Ordnung, die Spiele sind vorbei. Susie, hör auf, bitte. Das reicht jetzt. Wir müssen uns beruhigen. Ich glaube, wir haben es ein klein bisschen übertrieben. Das kannst du laut sagen. Jetzt sieht unser Zimmer gar nicht mehr toll aus. Sollen wir uns versöhnen? Gute Idee. Das wollte ich dir auch vorschlagen. Susie, hast du den Wurf gesehen? Ziemlich cool, nicht wahr? Willst du was Leckeres? Ich habe hier einen ganzen Lastwagen voller Leckereien. Danke, Zack. Du bist so fürsorglich. Ah, Susie, alles nur für dich. Das nenne ich Musik. Stopp! Wer bist du? Was ist hier los? Susie, was machst du denn da? Wer sind diese Leute? Wir haben uns doch geeinigt, dass du mein Privatgrundstück nicht betrittst. Das sind Bauarbeiter und die werden mir helfen. Wie bitte? Bauarbeiter? Du hast doch nicht vor, einen Palast zu bauen. Woher willst du das wissen? Vielleicht will ich ja einen Palast. Wow! Gib mir mal den Plan. Hey, gib das wieder zurück. Warte, du darfst die Grenze nicht überschreiten. Ah, sie sind fertig? Bitte sehr. Vielen Dank. Was für ein Plan. Soll das ein Plan sein? Ich zeig dir, was ein neuer Raumplan ist. Mein Zimmer wird in Handumdrehen noch viel cooler sein.
Ich werde mir ein riesiges Bett bauen. Tada! Das war's auch schon. Ich brauche noch nicht einmal Arbeiter. Das Kopfkissen will nicht halten. Was machst du denn da? Das war meine Idee. Ich will ein Haus unterm Bett, du Nachmacherin. Das war doch nicht deine originelle Idee. Also mache ich dir nicht nach. Aber mein Haus ist viel, viel besser als deins. Jess, du kannst mir gerne zuschauen und neidisch auf mich sein. Ich habe wirklich eine tolle Zeit hier. Von wegen. Ich werde auch einen coolen Platz hier organisieren. Oh, auf Spielzeug gibt's Rabatt. Den Laden muss ich besuchen. Hey, Finger weg. Du darfst hier nichts anfassen. Nur anschauen. Sehr gut, sehr gut. Keiner wagt es, mein Spielzeug anzufassen. Wow. Oh wow, Huggy Wuggies gibt's auch hier. Finger! Ja, ja, ich weiß ja. Oh wow, einen riesigen Huggy Wuggy gibt's ja auch noch. Der ist ja toll. Natürlich habe ich nicht so viel Geld. Aber ich denke, ich kann das Problem lösen, bevor der Wachmann mich sieht. Was ist hier los? Hier stimmt doch was nicht. Aber was? Hallo zusammen! Wie läuft's denn so? Ein sprechendes Spielzeug, Hilfe! Ich muss mich dringend verstecken! Du meine Güte! Hoffentlich wird mich hier niemand finden! Ich kann mich endlich entspannen und ausruhen. Hallo, Quietschhähnchen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was ich gerade gesehen habe. Was für ein Angsthase war das denn? Ich bin kein Dieb. Ich lasse das Geld natürlich hier. Ich hoffe, das ist genug. Susie, schaudere. Schau mal, was ich unter mein Kinderbett legen kann. Das ist auch viel cooler als dein Mädchenkram. Ich habe meinen eigenen Huggy Wuggy. Jess, du bist ja seltsam. Jetzt wird's an der Zeit, mein Zimmer mit Postern und allerlei coolen Sachen zu dekorieren. Es wird immer gemütlicher hier. Das könnte ich auch gebrauchen. Ha, mein Haus ist viel cooler als deins. Das wird nicht lange so bleiben. Ich weiß, wie ich das Zimmer cooler machen kann. Was habt ihr denn hier gebaut? Oh, hallo Papa. Kann ich die rosa Tasche haben? Ich will schließlich ein Schulmädchen sein, kein Schuljunge. Vielen Dank, ich hab dich lieb. Oh, ist ja wirklich schön hier. Ihr habt hier richtige Häuser gebaut. Was zum Teufel ist das denn? Ha, der hat sich ja richtig erschrocken. Dieser Huggy Wuggy hält Eindringlinge fern. Guten Tag. Hier ist mein Aufsatz. Werden Sie ihn überprüfen? Aber sicher, es wird an der Zeit. Oh, Sie müssen ja sicher hungrig sein. Wollen Sie einen Apfel? Ich habe hier einen. Ich würde nicht nein sagen. Ups. Oh, tut mir leid, das war versehentlich. Sowas kann passieren, ich heb ihn hoch. Das ist meine Chance. Tut mir leid, ich brauche das Brett. Ich habe den Apfel gefunden. Hey, Susie, wo bist du? Und wo ist die Schultafel? Wie soll ich jetzt den Kindern unterrichten? Okay, ich mache mir keine Sorgen. Tief durchatmen. Ich weiß, wie ich meine Gefühle loswerden kann. So, nimm das, nimm das. Was sagst du dazu? Na warte, Susie, wenn ich dich kriege, dann schlag ich dich blau. Jess, ich habe was viel Cooleres als dein Poster. Schau, ich kann meine Poster selber malen. Hä, woher hast du eine Schultafel? Wozu brauchst du sie? Du kannst doch eh nicht malen. Was? Ich kann nicht malen? Na warte, du kannst noch was erleben. Hey, was machst du? Yeah.
Weißt du, die Farben stehen dir total gut. Ahaha, wie lustig. Wegen dir muss ich mich waschen gehen. Oh, die Idee mit der Tafel war genial. Was könnte cooler sein als eine eigene Zeichnung? Hier kommen noch ein paar Details rein. Eine Lampe in Form eines Einhorns. Eine Lampe? Wer braucht schon eine Lampe, wenn man eine ganze Girlande hat? Schau mal her. Oh ja, das ist richtig toll. Oh Mann, deine Girlande ist so viel cooler als meine Lampe. Mein Einhorn ist erbärmlich. Das kannst du laut sagen. Ich bin einfach viel cooler. Was soll ich jetzt tun? Ich brauche auch was Tolles. Ich glaube, ich weiß, was ich bekommen kann. Ich habe da einen Freund. Ich bin Hulk. Der böse und furchterregende Hulk. Hallo, Quentin. Kannst du mir bitte helfen? Ich brauche den Bären da drüben. Mein Teddybär? Aber ich mag ihn doch. Nee, den kriegst du nicht. Wieso bist du so gierig? Und wenn ich dir Nutella dafür gebe? Yeah. Ich bin zwar ein Kind, aber selbst ich weiß, dass das Glas zu klein ist. Och, Menno. Und wenn ich dir Chips gebe? Große Chips. Oh, Mann. Chips? Ja, zu Chips würde ich nicht Nein sagen. Aber das ist noch nicht genug. Ich brauche was anderes. Noch mehr? Ich habe noch einen Eimer Eiscreme übrig. Ist das genug? Oh, wow, yeah, gib das her. Kann ich den Bären haben? Ja, okay, aber gib mir das Eis. Hurra. Vielen Dank, Quentin. Ich muss los. Was ist das denn? Wo ist das Eis? Du willst mich also austricksen, hm? Ich zeig dir, was passiert, wenn man Quentin austrickst. Seht her, meine Kameraden. Dieses Mädchen hat mich ausgetrickst. Wir müssen dringend was unternehmen. Wie wär's mit einem Schnurrbart auf dem Foto? Yeah, ich bin ein böses Genie. Geschieht dir zurecht. Was hast du jetzt davon, Susie? Ich hoffe, Quentin hat immer noch nichts bemerkt. Endlich habe ich den Teddybären bekommen. Daraus werde ich mir flauschige Wolken machen können. Wunderschön leuchtende Wölkchen. Sehr schön. Das nenne ich eine Beleuchtung. Voll toll. Ich habe noch nie sowas Schönes gesehen. Ich werde doch bestimmt hungrig sein. Also brauche ich einen kleinen Kühlschrank voller Leckereien. Ein Kühlschrank? Voll cool. Aber so einer wird mir nicht genügen. Ich glaube, ich brauche einen größeren. Mom, sorry. Ich gebe dir das später zurück. Wow, wo willst du denn mit diesem riesigen Ding hin? Man kann nie genug Essen haben. Was? What? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wo ist der Kühlschrank hin? Und wo sind die Nachos? Ich verstehe gar nichts. Und der andere Teller, der war doch für die Gäste. Was ist hier los? Man kann sich ja gar nicht mehr wegdrehen. Ich hoffe, ich kann die Torte retten. Halt! Ich wusste doch, dass du es bist, Jess. Oh Mann, bin ich wütend. Okay, ich muss dringend in meine kleine Hütte. Na, wie geht's dir, Spinne? Ich bin gekommen, um Stress abzubauen. Wenn du nur wüsstest, wie schwer es ist mit diesem Kind. Aber hier kann ich mich endlich entspannen. Jetzt geht's mir viel besser. Wo bist du gewesen?
woher hast du die Torte? Du bist doch bloß neidisch, weil ich eine Torte habe und du nicht. Und was wirst du damit machen? Ich werde mit meinem Hagiwagi-Tee trinken. Hey, lass mich in Ruhe. Hättest du doch auch mit mir teilen können.